Lieber Herr Fuchs, haben Sie vielen Dank für die Einführung. Ich möchte mich ausdrücklich bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung bedanken, die ich sehr gerne wahrgenommen habe. Und ich glaube, auch das Thema ist sehr wichtig, was uns heute zusammenführt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich tue eigentlich nichts anderes, als den Film nochmal zu kommentieren. Ich tue das in 4 Schritten, damit Sie die Idee haben, dass ich auch irgendwie eine Logik vor Augen habe. Ich möchte noch mal etwas über die Implikationen des Inklusionsbegriffs in Abhebung zum Integrationsbegriff sagen. Ich möchte gerne etwas darüber sagen, was heißt es eigentlich, wenn wir über Exklusion reden. Ich würde dann auch ein bisschen etwas gerne darüber sagen, welche Brennpunkte der Exklusion in der deutschen Gesellschaft auszumachen sind. Und vielleicht noch 3-4 Worte darüber, was das für die Idee einer inklusiven Politik bedeutet. Wie immer denkt man, es gab eine goldene Nachkriegszeit, die 30 Jahre lang gegangen ist. Die ist vielleicht gar nicht so golden gewesen, wie manche Leute glauben, die heute, ich sage Ihnen das nur, es gibt eine Formel, die sehr berühmt ist in den Sozialwissenschaften, Postfordismus, und die träumen immer von einer Zeit, der Fordismus, wo irgendwie alles in Ordnung gewesen sein soll. Es gab wohl eine Zeit, wo man sagen konnte, dass Integration die Hauptaufgabe zumindest für eine sozialwissenschaftliche Reflexion der Gegenwartsgesellschaft war. Und diese Gegenwartsgesellschaft war eigentlich eine, die 3 zentrale Elemente hatte. Nämlich einerseits ein Begriff des Bürgers, der sich von der Arbeit her definiert hat, und die Idee, die dahinter stand, war, dass dieser Bürger, der sich von der Arbeit her definiert, der Bezugspunkt für die Erweiterung sozialer Rechte darstellt. In der deutschen Tradition nennt man das den Arbeitnehmer. Die lange Nachkriegszeit war eine Arbeitnehmergesellschaft. Sie war zweitens eine Gesellschaft, die von der Idee immer noch des männlichen Haushaltsvorstandes ausging, der das Geld für die Familie nach Hause bringt. Man nennt das immer amerikanisch the male breadwinner. Und dann war es drittens die Idee, dass diese Gesellschaft vor allen Dingen nach dem Holocaust auf eine überraschende Weise eine ethnisch homogene Gesellschaft war. Da hat die Shoah ganze Arbeit geleistet. Das ist alles nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn wir von Inklusion reden, hat sich die Idee von Gesellschaft verschoben, die wir haben. Und das ist nicht nur angenehm. Erstens, es gibt die Arbeitnehmergesellschaft nicht mehr. Wir haben eine Pluralisierung von Beschäftigungsverhältnissen zu konstatieren und gleichzeitig eine Art von Relativierung des Arbeitsbegriffs oder eine Erweiterung des Arbeitsbegriffs hin auf andere Arbeiten, jedenfalls nicht mehr allein die Zentrierung auf Erwerbsarbeit. Mit der Pluralisierung des Beschäftigungsverhältnisses sagt man heute, ja, ja, da sind die vielen atypischen Beschäftigungsverhältnisse gemeint, in die die Leute hineingedrängt werden, besonders durch die furchtbare Hartz-IV-Politik. Das ist zu einfach. Es gibt sehr viele Menschen, Leute in unserer Gesellschaft, ich vermute, einige von ihnen gehören dazu, die aus eigenem Antrieb heraus, aus eigenem Willen heraus, ein anderes, jedenfalls nicht mehr normales Beschäftigungsverhältnis suchen. Die selbstständig sein wollen, die Teilzeit arbeiten wollen. Das heißt, es ist eine interessante Aufgabe zu sehen, wo wird man in ein nicht normales Beschäftigungsverhältnis, das sozialversicherungspflichtig ist, lebenslang qualifikationsorientiert. Wo wird man da rein gezwungen in ein nicht normales Beschäftigungsverhältnis und wo will man das? Die Grünen haben immer Wert darauf gelegt, dass die Pluralisierung des Beschäftigungsverhältnisses aus der Mitte unserer Gesellschaft als ein willentlicher Effekt kommt. Wir haben natürlich auch nicht mehr das Male Breadwinner Modell, denn die Frauen sind die großen Gewinner der Nachkriegszeit. Etwa was die Bildungsbeteiligung betrifft. Seit 1999
gibt es mehr junge Frauen als Männer auf deutschen Universitäten. Und ich kann Ihnen sagen, die machen die besseren Abschlüsse, die schreiben die besseren Hausarbeiten und irgendwann werden sie auch die besseren Promotionen machen. Da gibt es noch ein paar Probleme, aber das nicht, weil sie das nicht können, sondern promovieren ein bisschen zu wenig, aber das wird alles kommen. Und zweitens, die innerfamiliale Arbeitsteilung funktioniert nicht mehr so, dass der eine das Geld nach Haus bringt und die andere für die Emotionalität zuständig ist. Alle jungen Frauen heute, mit denen ich zu tun habe, haben eine Negativfigur vor Augen, das ist die Powerfrau, die für Karriere auf Kinder verzichtet hat. Das wollen junge Frauen, besonders wenn sie höher qualifiziert sein wollen, nicht mehr. Sie wollen eine Familie und einen guten Job haben. Eindeutig. Das bringt Stress für die innerfamiliale Arbeitsteilung, den vor allen Dingen die Männer ausgesetzt sind. Und drittens sind wir keine ethnisch homogene Gesellschaft mehr und wir werden keine ethnisch homogene Gesellschaft mehr sein. Wir sind eine offene Gesellschaft, nicht nur in einem politischen Sinne, sondern auch in einem sozialen Sinne. Und selbst wenn man die Schranken zumachen würde, gibt es noch genug illegale Migration, sogenannte illegale Migration. Es wird nicht klappen. Das heißt, die Gesellschaft hin, auf die der Inklusionsbegriff im Unterschied zum Integrationsbegriff bezogen wird, ist eine ganz andere. Das heißt, sie ist auch unfassbar geworden. Auf was hin soll man denn einbezogen werden? Die Antwort, die man darauf normalerweise gibt, ist, dass Gesellschaft gar nicht mehr existiert, in die man integriert wird, sondern dass die Gesellschaft von den Leuten selber gemacht wird. In verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Situationen. Und damit haben wir ein großes Problem vor Augen. Das Machen von Gesellschaft unter den Bedingungen von ethnischer Heterogenität, unter den Bedingungen von wachsender Erwerbsbeteiligung und Bildungsbeteiligung der Frauen, unter der Bedingung der Pluralisierung der Beschäftigungsverhältnisse und der Dezentrierung von Arbeit, diese Art des Gesellschaftsmachens wird voraussetzungsvoller. Man muss es können. Man muss können, seine Stimme zu erheben, seine Interessen durchzusetzen. Man muss es können, mit anderen Leuten sich auf eine bestimmte Deutung der Lage zu einigen. Man muss es sogar können, zu protestieren. Protest, das wissen wir seit Stuttgart, ist ein außerordentlich auf Kompetenzen bezogen und auf voraussetzungsvolle Angelegenheit geworden. Und damit haben wir schon den Wunderbegriff gesagt, den heute in aller Munde ist, nämlich der Begriff der Kompetenz. Gesellschaft muss gemacht werden von kompetenten Einzelnen. Und wo kommt denn diese Kompetenz eigentlich her? Und was ist die auf Ungleichheit bezogene Voraussetzung dieses Begriffes? Ist es Ihnen allen klar? Ich kann meine Stimme erheben. Ich kann einigermaßen artikuliert sprechen. Aber es gibt auch welche, die das jedenfalls anders machen als ich und möglicherweise auf eine Weise machen, die mir gar nicht gefällt. Zum Beispiel gewalttätig. Und dann taucht das Problem auf, ja, was heißt denn jetzt eigentlich richtige Art und Weise, Gesellschaft zu machen? Friedlich doch. Ja, und wenn welche glauben, friedlich kann ich mich überhaupt gar nicht bemerkbar machen, haben wir ein Problem. Dann sagen wir, ihr müsst erstmal ziviler werden. Das, worauf ich hinweisen will, ist, diese Gesellschaft, die es so nicht mehr gibt, an der man sich beteiligen soll, die man machen soll, dieser Vorgang ist sehr viel voraussetzungsvoller geworden. Und dieses deutlicher Werden von Voraussetzungen birgt auch eine Dimension von Ungleichheit oder jedenfalls von Streit. Was meint Exklusion? Das ist ein klinischer Begriff in Deutschland, es ist ein politischer Begriff in Großbritannien oder in Frankreich. Wenn man in Frankreich über Exklusion redet, verstehen das die Leute.
Wenn man in Großbritannien von Exclusion redet, verstehen das die Leute. In Deutschland weiß ich nicht so genau, ob die Leute das verstehen. Weil es noch kein politischer Begriff ist. Dieser Begriff impliziert drei Dinge, die sehr wichtig sind, glaube ich. Erstens, Ralf Füchs hat schon darauf hingewiesen, wenn wir eine gute Idee von Inklusion haben und uns gucken, wie Leute in eine Exklusionsposition geraten sind, setzen wir voraus, dass es einen starken Begriff von Autorschaft gibt. Autor seines eigenen Lebens sein zu können oder nicht sein zu können, ist der zentrale Bezugspunkt dieser Unterscheidung zwischen Inklusion und Exklusion. Diejenigen sind exkludiert, denen es verwehrt wird, aus welchen Gründen auch immer, ein Gefühl der Autorschaft ihres eigenen Lebens zu haben. Ein Empfinden dafür zu sein, dass sie Herr und Frau ihres eigenen Lebens sein können. Die zweite Implikation ist allerdings fast entgegengesetzt. Nämlich der Exklusionsbegriff unterstellt dann gleichzeitig einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zu Selbstwirksamkeit und der sozialen Einbettung. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Herr oder Frau meines eigenen Lebens zu sein und dem Gefühl, einen Platz in unserer Gesellschaft zu haben. Das kann ich übrigens, da haben wir sehr viel Daten, habe ich einen Kasseler Kollegen, Ernst Hinterlantermann, wir haben das empirisch wunderbar nachweisen können. Wenn Leute nicht mehr das Gefühl haben, das Empfinden haben, dass für sie irgendwo ein Platz in unserer Gesellschaft vorgesehen ist, dann haben sie große Probleme in der Aufrechterhaltung eines Gefühls von Selbstwirksamkeit. Dann haben sie zum Beispiel manchmal die Idee, es hat sowieso keinen Sinn, seine Stimme zu erheben, hört ja eh keiner zu. Eine dritte Implikation des Exklusionsbegriffs ist, dass wie immer wir das Arsenal sozialer Rechte einrichten, es gibt immer den Einspruch von Leuten, die sagen, und hier stimmt was nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, mein eigenes Leben zu führen. Und dann kann man nicht sagen, wenn man diesen Begriff benutzt, ja, aber die sozialen Rechte sind doch alle ganz prima architektonisch eingerichtet. Ist doch alles in Ordnung. Das heißt, dieser Begriff unterstellt eine starke Idee einer Verstehensperspektive auf die Problematik von sozialer Bezugnahme und der Möglichkeit, ein eigenes Leben zu führen. Wir sind dazu verurteilt, Menschen zu verstehen, die sagen, es hat keinen Sinn mehr hier und ich habe hier sehe hier keine Möglichkeit, mein eigenes Leben zu machen. Und der Exklusionsbegriff sagt, wie immer man alles toll gemacht hat mit dem Grundeinkommen oder mit der Frage der Anrechnung, von der Berechnung des Existenzminimums oder was auch immer, es gibt den Einspruch der Leute, die sagen, die Einspruchs der Leute, die sagen, hier ist was nicht in Ordnung, wenn ich auf mein Leben schaue. Das ist deshalb wichtig, weil man aufpassen muss im Sinne eines sozialpolitischen Republikanismus, wenn man sich mit diesem Begriff belastet. Der geht nämlich hinaus über eine mechanische Sozialpolitik, die sagt, dies und jenes muss man so machen und dann ist die Welt besser geworden. Das ist nicht unbedingt der Fall. Jetzt lassen Sie mich doch nochmal sagen, wo gibt es denn Brennpunkte über diese Frage in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, ein Brennpunkt, der sehr wichtig ist, ist in der gesellschaftlichen Mitte selber. Gerade in Deutschland haben wir zu konstatieren, eine Spaltung der Mitte, ich sage es mal etwas vereinfacht, in eine obere Mitte und eine untere Mitte. In der oberen Mitte gibt es Haushalte und Personen, die über die letzten 25 Jahre große Vorteile in der Verbesserung ihres Einkommens, in der Verbesserung ihrer sozialen Position und in der Verbesserung ihrer Lebensaussichten gemacht haben.
Das sind in der Regel Haushalte, die über gewisse Erbschaftsstränge verfügen. Die müssen gar nicht so riesig sein. Man hat irgendwie zwei Eigentumswohnungen von den Eltern geerbt. Aber viel wichtiger ist, dass es sich um Haushalte handelt, wo diejenigen, die in dem Haushalt leben und arbeiten, meistens eine gute Ausbildung haben und einen interessanten und gut bezahlten Job. Das heißt, wir haben die Kombination von Haushaltseinkommen, die relativ stabil sind und zur Förderung der sozialen Position beitragen. Wir haben eine Mitte, ein Stratum in unserer Gesellschaft, in der Mitte unserer Gesellschaft, denen ist es wirklich deutlich besser, deren Position ist deutlich besser geworden in den letzten 25 Jahren. Also Professor, Frau, Psychotherapiepraxis. Zwei Einkommen, zwei Kinder, der eine Sohn studiert in Fontainebleau und die Tochter in Princeton. Ist machbar von der Einkommenslage, man ist sozial engagiert, ist gar nicht so irgendwie so ein blöder Typ, macht sich Gedanken wie die Gesellschaft zusammen über Inklusivität, aber es geht uns doch ziemlich gut. Denn in der eigenen Generation war es noch völlig undenkbar, dass man überhaupt die in Princeton gewesen ist. Jetzt studiert die Tochter da. Wir haben einen unteren Teil der Mitte, denen es in diesen 25 Jahren schlechter gegangen ist. Die oft über identische Bildungsvoraussetzungen verfügen, aber irgendwie Fehler gemacht haben in ihrem Leben. In der Regel Selbstverwirklichungsfehler, was die Partnerwahl und was die Berufswahl betrifft. Das größte Armutsrisiko in unserer Gesellschaft ist immer noch Trennung und nicht Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Lebenswege, wo man zu sehr auf Erwerbsbiografien gesetzt hat, die unterbrochen sind, die der Selbstverwirklichung dienen sollten und gleichzeitig noch Pech gehabt hat in der Partnerschaftswahl und wenn dann noch zwei Kinder übrig geblieben sind, dann ist man schlecht dran und sieht sich verglichen mit Leuten, denen man studiert hat, die das alles nicht gemacht hat, in einer wahnsinnig depravierten Lage. Wir haben ein Klientel in Deutschland. Ich glaube, für die Grünen ist es sehr wichtig, dieses Klientel sich vor Augen zu führen, das relativ privilegiert, aber auch relativ verwundbar ist. Verwundbar in Kategorien des Einkommens, in Kategorien des sozialen Status und in Kategorien des eigenen Wertigkeitsempfindens. Die Soziologie spricht in diesem Zusammenhang, entschuldige, ich sage Ihnen mal diesen Begriff, das ist relative Deprivation. Das Gefühl relativer Deprivation zwischen diesem oberen und dem unteren Teil der gesellschaftlichen Mitte hat in den letzten 25 Jahren sehr deutlich zugenommen. Und selbst wenn Sie keinen Fehler bei der Partnerwahl gemacht haben und doch in eine mittlere Berufslaufbahn es geschafft haben und drei Kinder haben und gerade mal über diesen Satz sind, wo Sie staatliche Zusatzförderungen bekommen können für die Kinder, dann kann es Ihnen plötzlich sehr, sehr schlecht gehen. Man spricht dann von prekärem Wohlstand. In diesem unteren Teil der gesellschaftlichen Mitte haben wir sehr viele Formen prekären Wohlstands, wo man über die Runden kommt, aber angesichts der Bildungsinvestitionen für die drei Kinder nicht genau weiß, was passieren soll, wenn Oma oder Opa wirklich in ein Heim muss und dann auch noch da Zusatzkosten anfallen. Ich glaube, wir dürfen das für das Grundgefühl, wenn man im Blick auf sozialen Zusammenhalt denkt, diese Spaltungslinie in der Mitte selber nicht unterschätzen. Was heißt dann Inklusivität? Ich will noch auf zwei Phänomene
in anderen Teilen der Gesellschaft hinweisen, die meiner Ansicht nach zu wenig auseinandergehalten werden. Wir haben in Deutschland mittlerweile relativ stabile Lagen, die man relativ gut mit dem Begriff der Prekarität bezeichnen kann. Das sind Leute, die bezogen auf den Wohlfahrtsstaat in einer Situation des Grenzgängertums am Arbeitsmarkt sich befinden. Das heißt, mal Beschäftigung haben, mal nicht Beschäftigung haben. Mal durchkommen mit kleineren Jobs, mal nicht mehr durchkommen. Aber immer bezogen auf eine Linie des Transfereinkommens. Das ist sozusagen auch in den eigenen Lebenspraktiken wichtig. Man fühlt sich prekarisiert durch den Wohlfahrtsstaat. Vor allen Dingen seit den Hartz-IV-Gesetzgebungen. Das ist mittlerweile eine Gruppe, die man identifizieren kann, die im Grunde den Begriff der Prekarität leben, insofern sie eine brüchige Existenz führen in den ständigen Bewegungen hin und zurück zum Arbeitsmarkt. Diese Brüchigkeit kommt dann oft in den Familien dazu und auch in der Art und Weise der Einbettung in Nachbarschaften. Davon sehr zu unterscheiden sind neue Formen der Proletarität in unserer Gesellschaft, die meiner Ansicht nach noch zu wenig bezeichnet sind. Damit meine ich eine Gruppe, die immerhin 12-15% unseres Beschäftigungsvolumens ausmacht. Das sind die Leute, die in der einfachen Dienstleistungsarbeit beschäftigt sind. Die sind voll beschäftigt, die haben ein starkes Gefühl von Agency, also dass sie ihr Leben in der Hand haben. Die arbeiten 50 Stunden in der Woche, hart, etwa bei einem privaten Paketzusteller, und bringen damit knapp 1.000 Euro netto nach Hause. Das ist eine Gruppe, die besonders ethnisch heterogen ist, die besonders eine interessante Mischung zwischen Männern und Frauen aufweist und die alle das Gefühl haben, wenn man mit denen redet, dass die Zukunft jedenfalls nicht besser wird. Und zwar nicht nur für sie selber nicht, sondern auch für ihre Kinder nicht. Wir haben eine Gruppe von 10, 12% in unserem Arbeitsmarkt, die hart arbeiten, die eine starke Idee ihres Selbsthabens, aber sich vom Staat und von der Gesellschaft nichts mehr erwarten. Nichts mehr erwarten. Deren Lebensmodell ist nicht auf den Wohlfahrtsstaat ausgerichtet, sondern auf einen harten Kampf auf den Arbeitsmarkt. Und das ist eine Form von Proletarität, die mit der industriellen Proletarität nichts mehr zu tun hat. Das scheinen mir die drei wesentlichen Brennpunkte zu sein. Die Spaltung in der Mitte selber, die Entstehung eines stabilen Segmentes von Prekarität bezogen auf den Wohlfahrtsstaat und eine Gruppe, die von der Veränderung der Beschäftigungsstruktur in der Weise betroffen ist, dass sie nicht mehr glaubt, dass die gemeinsame gesellschaftliche Zukunft, dass sie in der ein Platz für sie vorgesehen ist. Was folgt daraus? Ich glaube, ich muss Sie ein bisschen ernüchtern. Setzen Sie bitte nicht auf den Begriff der Inklusivität als einen politisch brauchbaren Begriff. Das ist ein Begriff, den können wir gebrauchen, um uns zu verständigen über Probleme. Der ist nicht politisch popularisierbar. Wenn Sie einen Begriff brauchen, der politisch popularisierbar ist, rate ich Ihnen, zu einem ganz alten Begriff zurückzugreifen. Nämlich zum Begriff der Solidarität. Und zwar mit zwei Anmerkungen. Der Begriff der Solidarität enthält eine starke Unterstellung für denjenigen oder über denjenigen oder diejenige, die diesen Begriff gebraucht. Wenn ich sage, ich will eine solidarischere Gesellschaft haben, dann verpflichte ich mich dazu, dass ich da auch irgendwas zu tun.
Das heißt, der Solidaritätsbegriff ist ein Begriff, der in sich selber einen Begriff von Wechselseitigkeit enthält. Die Forderung von Solidarität hat immer gleich die Frage der Verpflichtung auf Solidarität. Das ist ein großer Vorteil dieses Begriffs. Und zweitens, das scheint mir auch sehr wichtig, enthält dieser Begriff nochmal eine Vorstellung eines gesellschaftlichen Ganzen. Eines denkbaren gesellschaftlichen Ganzen, wo Leute, die das Gefühl haben, für sie ist kein Platz mehr vorgesehen, zumindest eine Sprache finden können, wo ein Platz für sie vorsehbar sein könnte. Ich bin mittlerweile der Auffassung, wir sollten den Begriff des Paternalismus nicht mehr nur mit spitzen Fingern anfassen. Es gibt eine Idee eines liberalen Paternalismus, für die amerikanische Autoren wie Richard Thaler und Carl Sunstein stehen, dem ich einiges abgewinnen kann. Nämlich die Idee, dass die Gesellschaft auch als ein Akteur auftauchen darf in der Politik, wo man sagen kann, der Einzelne braucht auch Vorstellungen, Hilfestellungen darüber, Verleitungen darüber, wie das Leben gemeinsam besser werden kann. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass wir am Ende einer großen Periode der Selbstthematisierung in unserer Gesellschaft stehen, die ungefähr 30 bis 40 Jahre gedauert hat. Die hat begonnen mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher, wo sie nicht vergessen dürfen, das wurde beides als Revolution in den jeweiligen Gesellschaften begriffen. Ronald Reagan war ein Revolutionär für das amerikanische Narrativ. Wir sind am Ende dieser Revolution der Selbsttätigkeit. Immer mehr Leute merken, wenn sie den Bescheid über ihre Rente kriegen in Deutschland, dass sie zwischen 600 und 1600 Euro Rente bekommen werden und sind erschreckt. Ich habe immer gut verdient und kriege jetzt 1600 Euro Rente. Und ich weiß, meine Wohnung kostet schon 900 Euro. Was bleibt da eigentlich übrig? Ah, ein Glück, ich habe ja privat vorgesorgt. Dann sagt Ihnen aber der private Rentenversicherung, die Renditeerwartungen, die wir Ihnen versprochen haben, können wir leider nicht mehr halten. Sie haben ja in der Zeitung gelesen, wie es mit den internationalen Finanzmärkten aussieht. Das heißt, die Leute merken über die Frage der Rentenversicherung, dass sie auf andere angewiesen sind. Sie können nicht mehr alleine ihr Leben gestalten. Ich glaube, das merken immer mehr Leute. Es gibt eine Disposition zur Frage nach der Solidarität. Sharing Economy ist ein sehr populärer Begriff für dieses Problem. Ich glaube ernsthaft, wir stehen vor einer neuen Epoche der Revitalisierung des Solidaritätsbegriffs. Aber das mögen Sie vielleicht ein bisschen für zu optimistisch halten. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.